Die Harley-Davidson Pan-America 1250 ist und bleibt ein großer Wurf dafür, dass die Amerikaner damit erstmals in das Segment der großen Reiseenduros eingestiegen sind. Es gibt an solchen Motorrädern, und das gilt auch für andere Hersteller, aber natürlich immer Dinge, die besser sein können, die man sich als Besitzer unbedingt individualisieren möchte. Und Wunderlich ist dafür ein großartiger Partner. Wunderlich Adventure haben wir uns ein paar coole und natürlich typisch Wunderlich auch sehr funktionelle Teile ins Race Lab schicken lassen. Und vom lieben Ben werde ich da jetzt ein paar richtig coole Teile montieren lassen. Als besonders sinnvoll empfinde ich einen Motorschutzbügel, dann eine Motorschutzbügelverkleidung für den Originalmotorschutz, der hier montiert ist ohnehin, eine Seitenverkleidung für den Motor, sehr stylisch, einen Kühlerschutz, eine Spiegelverbreiterung, dass man hinten auch was sieht, einen Seitenständer-Schalterschutz, weil der ist halt doch ziemlich exponiert, eine Seitenständerverbreiterung, also eine Seitenständer-Ausklapphilfe, weil die auch relativ fummelig zu erreichen ist, klarerweise eine Seitenständer-Auflageflächenvergrößerung und einen Tankrucksack, Wunderlich Elephant, wasserdicht, Wunderlich Elephant Dry Bag mit 12 Litern Fassungsvermögen. Aber wirklich montieren an der Harley-Davidson Pan-America 1250 Special habe ich mir vom lieben Ben, danke dir, bei MB Bike Performance, aber 5 Teile lassen, 4 davon von Wunderlich und den einen habe ich noch gar nicht erwähnt, den einen coolen Teil, nämlich einen Zart-Slip-On-Auspuff. Nicht nur, weil er optisch richtig gut zum verwegenen Stil der Harley passt, sondern natürlich auch, damit er, schauen wir mal, mehr Leistung vielleicht bringt. Sound kann ich jetzt tatsächlich schon vorwegnehmen. Es bollert richtig laut, aber zum Auspuff selber, zur Performance, werden wir klarerweise noch einen Testbericht euch nachliefern. Aber jetzt, lieber Ben, die Montage an sich war easy, so ein Slip-On ist relativ leicht. Relativ leicht, ja, hat er relativ gut funktioniert. Die einzige Fummelarbeit war ein bisschen der Hitzeschutz. Dadurch, dass da gleich die Fußrostanlage ist und die Schrauben sehr nahe bei dem sind, war das ein bisschen eine Fummlerei. Aber sonst hat sich das eigentlich problemlos gestaltet. Das Ganze ist super gegangen. Der zweite Teil, den ich von Wunderlich Adventure als richtig sinnvoll erachte, ist der Beifahrerspritzschutz. Obwohl ich jemand bin, der am liebsten alleine fährt, muss ich schon sagen, gerade solche Motorräder, diese Motorradgattung wird halt sehr gerne zu zweit bewegt. Und damit der Beifahrer oder die Beifahrerin dann auch geschützt ist und keine nassen Haxerln bekommt, ist dieser Spritzschutz eine richtig gute Lösung dafür. Laut Ben hat sich das Ganze relativ einfach montieren lassen. Einfach nur die Beifahrerfußrasten abnehmen, den Spritzschutz dazwischen und wieder drauf montieren. Also das geht ganz easy. Als dritten Teil, der in Wahrheit eigentlich eher aus 4 Teilen besteht, ist der Koffersatz Wunderlich Extreme. Für Leute, die vielleicht den originalen Harley-Davidson Koffersatz in Silber nicht wollen, sondern zum Motorrad passend einen verwegenen schwarzen. Der Koffersatz an sich auf der linken Seite 45 Liter, auf der rechten, weil Auspuff nur 40 Liter. Mir taugt sehr, dass der Deckel von beiden Seiten geöffnet werden kann. Kann mal sein, dass ich ihn jetzt nicht unbedingt so aufmachen kann oder will, sondern halt eben in die andere Richtung. Falls es mir gar nicht glaubt, kann ich es beweisen, dass das geht, wenn ich es aufkriege. So, bitteschön. Ich glaube, Ben, wir waren uns einig, dass so die Abnahme des Koffers an sich vielleicht jetzt ein bisschen fummelig ist, weil man muss ihn aufmachen und man muss dann mit dem Rändelrad, also das Rändelrad aufdrehen und ihn dann abnehmen. Bei anderen Koffern hat man außen die Lösung. Ich sage einmal, ja, wenn der jetzt nicht vollgefüllt ist, funktioniert es auch. Die Montage, lieber Ben, des Kofferträgers an sich war normal. Sehr unproblematisch. Also ist alles schön gegangen. Vielleicht auf der rechten Seite, aber das kann auch jetzt mit dem Auspuff zusammenhängen. Aber hast einmal ein bisschen, ein bisschen mehr Kraft angewendet, aber sonst. Ja, aber die Passform, Wunderlich, ja, geht in Ordnung. Alles funktioniert, ja. Ja. Weil ich bekanntlich das Pferd ja so gerne von hinten aufzäume, nach dem Heck, jetzt die Front.
Verkleidungsscheibe Marathon Rauchgrau von Wunderlich Adventure. Ein bisschen im unteren Bereich breiter als die Originalscheibe, ein bisschen höher und ein bisschen weniger bombiert nach oben hin. Ansonsten, was findest du von der Optik her? Sehr leiwand, oder? Mit dem Rauchgrau passt einmal optisch viel besser zum Motorrad, das auf alle Fälle. Und Anbaumaterial, alle Schrauben, alles dabei gewesen. Wie gesagt, mit dem zweiten Mal ein bisschen zurechtrücken das Ganze und dann funktioniert das eigentlich ganz easy. So, und schlussendlich mein persönliches Highlight, Bens Nicht-Highlight, weil der hat gesagt, gleich am Anfang noch selber so viel Befestigungsmaterial, das ist ja mehr als beim Kofferset. Aber es war dann die Montage voll in Ordnung, viele Teile, aber es handelt sich immerhin um den Scheinwerferschutz Clear Klappbar. Kann man nämlich dann so runterklappen. Warum ich einen Clear-Schutzklappbar machen soll? Na, damit ich den Scheinwerfer putzen kann. Hat der Bang meint, damit man, wenn da irgendwelche Viecher drinnen sind, dass man die auch wegbringt. So, jetzt kriege ich es. Oh ja, ich krieg's gut rein. Und danke, Ben, ich habe die Ehre. Da nämlich den. So ordentlich. Ja, check die Lage gleich. Und ich habe die Ehre, da jetzt nämlich den jungfräulichen Schutz abzuziehen. Ja, na, das schaut schon sehr leiwand dann aus. Und dann auch rausfrimmeln. Ihr habt ja dann mehr Zeit, wenn ihr euch das kauft, das Zeug. Ja, ich finde, schaut lässig aus und hat logischerweise eine tatsächliche Schutzwirkung für den Scheinwerfer. Ben, was sagst du? Schon in Ordnung. Ist in Ordnung. Vor allem cool, dass es klappbar gemacht ist. Eben auch, ich nehme mal stark an, dass du reinigen kannst dahinter, falls du im Regen oder so fährst, dass du trotzdem die ganze Gischt und alles drin. So, da steht sie nun, unsere wunderlich aufmagazinierte Harley Davidson Pan America 1250, damit ich ein bisschen den Ami raushängen lasse. Wo steht sie am Prüfstand? Weil ich es nicht ertragen habe, dass ich das sozusagen so stehen lasse. Im nächsten Teil reden wir drüber. Nein, ich habe den Martin höflich gezwungen, sie jetzt auf den Prüfstand zu stellen. Und da haben wir jetzt das Ergebnis, was der Zart-Auspuff bringt. Ein bisschen was gegenüber der Screaming Eagle Anlage, die wir auf diesem Modell drauf hatten, das heißt ohnehin schon eine Tuning Anlage und trotzdem holt der Zart-Auspuff noch einmal wie viel? 2 PS. Ja, genau. 2 PS raus. Und aber nicht über den ganzen Bereich? Ja, also der Unterschied ist relativ klein. Wir haben die 2 PS, teilweise 3 PS, eher im oberen Bereich. Also wir sehen es hier an der Kurve ab. Man kann sagen, 8000 Umdrehungen beginnt es auseinanderzulaufen. Ist die Frage, ob es jetzt der Normalanwender von dem Fahrzeug wirklich so merkt, weil das jetzt nicht der typische Drehzahlbereich ist für so ein Fahrzeug. Man fährt es eher von unten raus, eher mit Drehmoment optimiert, also angepasster Fahrweise. Und da ist der Unterschied relativ gering. Also da laufen sie relativ gleich, wobei man das auch schon zugute halten muss, nachdem der Auspuff jetzt nicht extrem laut ist und aufdringlich. Das heißt, die ganzen Schallschutz- oder Schallgrenzwerte werden mit dem auf jeden Fall eingehalten. Damit keinen Verlust wo zu generieren, das ist schon mal gut, weil mittlerweile ist es so, dass eben die ganzen Zubehör-Auspuffhersteller hier bei Slip-on-Anlagen oder auch bei Komplettanlagen, wenn sie die dBs, also den Lärm einhalten wollen, der vorgeschrieben ist, dann teilweise sogar unter den Serienwerten liegen. Ja. Und deswegen muss man schon sagen, ist es eigentlich ganz gut gelungen. Wir verlieren nirgends Leistung, gewinnen sogar oben raus noch etwas dazu. Somit schaut es nicht schlecht aus und wohlgemerkt im Vergleich zum bereits Tuning-Auspuff von Harley, ne? Also eine Screaming Eagle-Anlage. Was sich gezeigt hat, nämlich ist, dass wir vermessen ja nicht nur die Leistung, sondern ja auch die Abgaswerte parallel. Und die zeigen uns, wie der Motor derzeit läuft mit dem aktuellen Mapping. Das heißt, ist er mager, ist er zu fett. Und das gibt uns eine gute Aussagekraft, wie viel Potenzial in dem Motor noch drin steckt. Ja, weil läuft er zu mager oder zu fett, weiß ich, wenn wir das anpassen vom Gemisch, haben wir noch eine Möglichkeit, das Ganze zu verbessern. Und das sehen wir hier recht schön. Wenn wir hier uns die Abgaskurve anschauen, dann sehen wir, dass bereits ab 6000 Umdrehungen, das ist so höherer, mittlerer Bereich von dem Fahrzeug, das Ganze massiv ins Fette abwandert. Also wir sind da teilweise bei Airfuel unter 12. Das ist wirklich sehr, sehr fett. Ungewöhnlich eigentlich für die Fahrzeuge. Man versucht das meiste eher schon ins Magere zu bringen.
wegen Abgasemissionen und Treibstoffverbrauch, fährt man es eigentlich mager. Dass das jetzt so fett in der Serie daherkommt, ist eher überraschend, gibt uns aber die Möglichkeit, hier einiges an Optimierungspotenzial zu finden. Wir sehen es auch im mittleren Drehzahlbereich bei 5000, da sind wir eher im mageren Bereich drinnen. Auch dort könnte man noch einiges finden. Also hier wird es sich auf jeden Fall auszahlen, die Einspritzung anzupassen und zu optimieren, weil hier einiges an Leistungszuwachs noch zu erwarten wäre, wenn wir das durchführen. Noch dazu sehen wir, dass die Leistung eigentlich bis zum Begrenzer hin zunimmt. Hier wird es sich auszahlen, den Begrenzer vielleicht etwas nach hinten zu schieben, um hier auch die Kurve noch etwas abgeflacht dann zum Schluss zu bekommen und man die Spitzenleistung besser ausnutzen kann, wer es denn möchte. Ja, ist nicht das typische Fahrzeug dafür, aber wenn es möglich ist, warum soll es nicht einbauen? Ja? Also Martin, ich höre schon heraus, du hast eigentlich wirklich Interesse. Ich merke das bei dir dann immer gleich. Du würdest das machen. Ich muss checken oder ich muss schauen, wie lange wir es haben, ob sich das ausgeht. Ja, fürs Erste ist es das aber mal von unserer Pan Am mit wunderlich Adventure Updates. Schönem Kofferset, cooler dunkler Scheibe, dem richtig coolen Scheinwerferschutz und eben dem leimenden Zart. Martin, vielen Dank dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Euch auch vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mir, uns zuzuhören und zuzuschauen. Ja, mir bleibt nichts anderes, als wie immer zu sagen, tschüssi. Martin sagt, grüß euch.